nach wie vor strömen täglich 10.000 Messebesucher auf die Interschutz 2015 hier in Hannover. Herzlich willkommen beim Rosenbauer Messe TV. Rosenbauer Löschfahrzeuge und Geräte sind weltweit angesehen und verlässliche Partner für die Feuerwehren im Einsatzfall. Im Kommunalbereich sind die Kompaktkleinlöschfahrzeuge von Rosenbauer besonders beliebt. Die Kompaktline von Rosenbauer. Kompakt, flexibel, leistungsstark. Im kommunalen Bereich werden an Feuerwehrfahrzeuge extrem vielfältige, unterschiedlichste Anforderungen gestellt. Darauf antwortet Rosenbauer mit der Kompaktline in zwei Basisversionen. Einer kleinen, sehr leichten und wendigen Version als Kastenwagen und einer etwas größeren, besonders vielseitigen Version mit Leichtaufbau. Beide Basisversionen können ganz individuell konfiguriert werden. Wie der Name schon sagt, besticht die Kompaktline durch eine sehr kompakte Bauweise. Zusammen mit der hohen Flexibilität beim Innenausbau und der perfekt abgestimmten Löschtechnik bietet die CL-Baureihe extrem smarte, kompakte Lösungen für Kommunen auf der ganzen Welt. Die kleinsten Fahrzeuge der CL-Baureihe, gebaut auf dem Mercedes-Benz Sprinter-Fahrgestell, haben ein Gewicht von bis zu 5,3 Tonnen. Der einzigartige Rosenbauer Leichtaufbau bietet extreme Gestaltungsfreiheit bei enorm großem Platzangebot. Das geringe Eigengewicht vom Aufbau ermöglicht zudem eine sehr hohe Nutzlast. Weitere Vorteile sind die extreme Wendigkeit bei engen Straßenverhältnissen sowie die geringe Höhe des Fahrzeugs. Trotz der kompakten Bauweise entpuppen sich die CL-Fahrzeuge als echte Raumwunder. Ob Heck- oder Seitenbeladung, alles, was die Mannschaft für den Einsatz braucht, ist übersichtlich und sicher in bis zu 5 Geräteräumen untergebracht. Die Geräteentnahme ist bequem und ohne Aufstiegsklappen möglich. Insgesamt also viel Platz für viel Ausrüstung und Gerät sowie ein perfektes Handling. Das clevere Halterungssystem Komfort, eine Eigenentwicklung von Rosenbauer, sorgt dafür, dass jeder Gegenstand seinen fixen Platz hat und problemlos entnommen werden kann. Auch die Mannschaftskabinen bieten viel Platz, wahlweise für 1+5 oder 1+8 Personen. Das ergonomische Gesamtkonzept für die Kabinen besticht durch hohen Komfort und große Sicherheit und unterstützt die Feuerwehrmänner im Einsatz optimal. Im Fahrerhaus geben ein modernes Bediendisplay oder die übersichtliche Schalterkonsole dem Fahrer einen raschen und umfassenden Überblick über das gesamte Fahrzeug. Auch alle Signaleinheiten, Lichtsysteme sowie die Löschsysteme werden von hier aus gesteuert. Das Herz jedes Feuerwehrfahrzeugs ist die Löschtechnik. Hier hat Rosenbauer speziell für Kleinfahrzeuge eine sehr große Auswahl an extrem leistungsfähigen Löschsystemen entwickelt, die sich optimal in die leichten und platzsparenden Aufbauten der CL-Baureihe integrieren lassen. Alle löschtechnischen Komponenten wie Pumpen und Werfer werden von Rosenbauer selbst entwickelt, gefertigt und optimal aufeinander abgestimmt. Es gibt die Sicherheit einer stets einwandfrei ineinandergreifenden und funktionierenden Löschanlage. Besonders wichtig ist die verlässliche Funktionstüchtigkeit, wenn die äußeren Bedingungen extrem werden. Genau dafür, nämlich für den Einsatz im Offroad-Bereich, ist der Mercedes Sprinter 6x6 konzipiert. Ob in der Wüste oder im Hochgebirge, das Multitalent bringt eine Nutzlast von bis zu 2,5 Tonnen zu jedem Einsatzort. Sehr leicht, wendig, vielseitig und robust. Der ideale Partner für Einsätze in schwierigem Gelände. Was die kleineren Modelle der Kompaktline auszeichnet, gilt genauso für die etwas größeren bis zu 13 Tonnen schweren Einsatzfahrzeuge der Baureihe. In Bezug auf das Aufbaukonzept, die vorbildliche Raumnutzung, die ausgezeichnete Ausleuchtung bei Einsätzen sowie die innovative Löschtechnik setzen auch sie weltweit Maßstäbe für extrem leistungsstarke und zuverlässige Kommunalfahrzeuge. Optionale Servicepakete sowie ein weltweites dichtes Servicenetzwerk gewährleisten, dass das maßgefertigte Kompaktline-Feuerwehrfahrzeug jederzeit einsatzbereit ist. Die Kompaktline. Verblüffend leicht, wendig und vielseitig. Hohes Nutzraumvolumen. Niedrige Aufbau-, Einstiegs- und Entnahmehöhen. Höchste Flexibilität beim Innenausbau. Und perfekt abgestimmte Löschtechnik. Die Kompaktline von Rosenbauer. Extrem kompakte, wendige und leistungsstarke Kommunalfahrzeuge, erbaut vom international führenden Hersteller für Feuerwehrtechnik.
Selbstverständlich muss im Einsatzfall auch die technische Ausrüstung die Mannschaft zuverlässig und effektiv unterstützen. Auch in diesem Bereich setzt Rosenbauer neue Maßstäbe. Neben Fahrzeugen und stationären Brandschutzlösungen bietet Rosenbauer eine breite Palette an technischen Ausrüstungsgegenständen. Dieser Bereich ist am Messestand in Hannover ein absoluter Publikumsmagnet. Grund dafür sind die neuen Geräte, die Rosenbauer hier präsentiert. Hier auf der Interschutz sind wir im Bereich der technischen Ausrüstung mit dem Highlight der neuen Stromerzeugerbaureihe im Bereich der RS14 Bauklasse vertreten. Wir haben eine neue Tauchpumpe, die TP41, die dadurch besticht, dass sie wesentlich kleiner ist, dass sie mit kleineren Generatoren bereit anzutreiben ist. Wir haben eine neue Lüfterbaureihe im Bereich Fenergy, der wesentlich kompakter ist, der über eine Einhandbedienung verfügt. Wir haben Neues aus dem Bereich der Wärmebildkameras und aus dem Bereich der Beleuchtung, den RLS 2000. Ein ganz besonderes Highlight ist die einzigartige Helm-Wärmebildkamera von Rosenbauer. Die Kamera kann schnell und einfach ohne Werkzeug auf den Helm montiert werden und liefert ein Wärmebild an den dazugehörigen Monitor. Damit können Einsatzkräfte auch bei Dunkelheit oder starker Rauchentwicklung Personen oder Brandquellen rasch erkennen und entsprechend handeln. Der Hochleistungslüfter Fenergy ist der kleinste Lüfter am Markt, steht aber den größeren Geräten in nichts nach. Das Gute daran ist, dass der Feuerwehrmann den Lüfter aus dem Fahrzeug nimmt und mit einem Knopfdruck den Lüfter einsatzbereit macht und somit er bereits in der Angriffsstellung ist und einsatzbereit ist. Beim Ausklappen des Griffbügels hebt sich die Düse automatisch in die Angriffsposition und ein Verstellwinkel von minus 20 bis plus 20 Grad ermöglicht auch ein problemloses Belüften von Kellerstiegen oder Lichtschächten. Zudem braucht der Fenergy-Lüfter dank der kompakten Bauweise nur wenig Platz im Fahrzeug. Die Stromerzeuger der neuen RS14 Baureihe bieten die maximale Leistungsstärke, gepaart mit einem modernen Bedienkonzept. Die neue Baureihe besticht durch mehr Leistung. Mehr Leistung heißt, wir können mit dem Stromerzeuger mehr Verbraucher gleichzeitig betreiben und mehr Verbraucher damit betreiben, die eine höhere Hochlaufleistung haben. Zweiter Vorteil ist, die neue Baureihe ist leichter, somit habe ich mehr Platz, mehr Gewicht für die Beladung zur Verfügung. Und ein großer Vorteil ist das einheitliche Bedienkonzept, das dadurch besticht, dass in der Rosenbauer-Familie der Feuerwehrmann ein verwandtes, ein bekanntes Design hat und somit der Betrieb wesentlich leichter gemacht wurde. Die Generatoren sind leichter als ihre Vorgänger und weisen einen neu integrierten Notbetriebsschalter auf. Die RS14 Super Silent bietet zusätzlich eine Reduktion der Schallemissionen ohne Leistungsminderung. Zudem bieten die bewährten Rosenbauer Tauchpumpen eine Absaugtiefe von bis zu 4 mm in leichter, platzsparender Form. Die neue Eco-Variante kann auch mit kleineren Generatoren betrieben werden. Mit der technischen Ausrüstung von Rosenbauer verfügen Feuerwehrmannschaften jederzeit über ausgeklügelte, innovative und zuverlässige Geräte, die maximale Unterstützung im Einsatz bieten. Bei der Brandbekämpfung ist eine funktionierende Löschtechnik das Allerwichtigste. Auf der Interschutz 2015 präsentiert Rosenbauer eine neue innovative Lösung für den mobilen Brandschutz. Die weltweit angesehene Rosenbauer Löschtechnik verspricht zuverlässige und effektive Lösungen für sämtliche stationäre und mobile Brandschutzbedürfnisse. Auf der weltweit wichtigsten Messe für Brand- und Katastrophenschutz zieht aber vor allem ein Gerät alle Blicke auf sich. Die Fox S Tragkraftspritze von Rosenbauer. Das Besondere an der Tragkraftspritze Fox S, dass wir den Namen ernst genommen haben. Der Name Tragkraftspritze beinhaltet die wichtigsten Anforderungen einer Tragkraftspritze, die Ausgewogenheit von Gewicht und Leistung. Die völlig neu entwickelte Tragkraftspritze Fox S reiht sich zwischen den bewährten Fox- und Beaver-Modellen ein und ist ohne Frage eine Klasse für sich. Die Fox S hat eine geringe Breite von 64 cm und wiegt im betriebsbereiten Zustand nur 150 Kilo. Damit benötigt sie weniger Platz im Fahrzeug und im Einsatzfall kann sie einfacher und schneller in Position gebracht werden. Trotz der geringen Größe bietet die Fox S im Einsatz eine beeindruckende Leistung. So kann die Tragkraftspritze bis zu 1000 Liter pro Minute bei einem Druck von 10 Bar ausbringen. Als Antriebsmotor dient ein zweizylindriger Reihenmotor, der für widrigste Umweltbedingungen optimiert wurde und daher höchste Verlässlichkeit im Einsatzfall garantiert. Die Feuerwehrleute haben den großen Vorteil, dass sie eine Pumpe haben, die einmal leicht zu tragen ist. Wir haben eine Beleuchtung im Traggestell integriert, dass sie auch in der Nacht gut zu tragen ist, dass die Unfallgefahr vermindert wird. Sie ist sehr einfach zu bedienen über ein elektrisches Bedienpanel. Ein Knopfdruck genügt,
Die Pumpe startet, ich starte den Ansaugvorgang, sie ist einsatzbereit und steht zum Einsatz zur Verfügung. Die neue Tragkraftspritze Fox S von Rosenbauer. Klein, leistungsstark und zuverlässig. Bei mir im Studio begrüße ich jetzt Herrn Stefan Hofbauer, Geschäftsbereichsleiter Löschsysteme bei Rosenbauer. Herr Hofbauer, wir haben gerade einige Vorteile von der neuen Fox S gehört. Warum wurde diese neue Tragkraftspritze entwickelt? Na, es gibt einen allgemeinen Trend im Feuerwehrwesen. Es muss nicht immer nur größer, stärker, schwerer sein. Und wir haben uns ganz bewusst überlegt, was sind die Anforderungen, die die Feuerwehr jetzt wirklich an so eine Tragkraftspritze stellt. Und das sagt ja schon der Name, es geht um das Tragen. Das heißt, wir haben bewusst jetzt eine Lücke in unserem Produktprogramm gefüllt. Das ist zwischen den kleineren Tragkraftspritzen einerseits, Otter Beaver und der großen Fox Tragkraftspritze, die 1000 bei 10 Bar. Und dafür ist die Tragkraftspritze einfach noch einmal kompakter und vor allem leichter. Das heißt, das ist für die Feuerwehren ganz wesentlich im Einsatz, das Gerät zum Einsatz zu tragen. Und das ist einfach eine Gewichtsdifferenz, ganz entscheidend. Und da sind wir doch deutlich leichter als die eigenen Produkte und als alle anderen am Markt. Und das Schöne ist also, wir haben jetzt das neue Produkt als 4 Tage vorgestellt. Und man kann wirklich sagen, von den Kunden wurde dieser Trend, den wir da jetzt mehr oder weniger auch wieder vorgeben, absolut honoriert. Die Kunden sind begeistert und sagen, das ist genau das, was eigentlich gefehlt hat. Es muss nicht immer größer, stärker, schwerer sein, sondern genau das ist das, was die Feuerwehren wirklich benötigen. Herr Hofbauer, wohin geht der Trend bei Löschsystemen und wie reagiert Rosenbauer darauf? Na, es gibt eigentlich unterschiedliche Trends, kann man sagen. Auf der einen Seite gibt es natürlich die Anforderung, immer noch komplexere Löschtechnik zu bauen, noch effizientere Löschtechnik zu bauen, die Bedienung noch mehr zu automatisieren. Auf der anderen Seite gibt es aber durchaus auch einen Trend, sich zu besinnen, was ist wirklich notwendig. Es ist das Wichtigste, die Geräte müssen funktionieren, die müssen im Einsatz funktionieren. Und gerade dort haben wir sehr gute Lösungen, robuste Lösungen. Und diese Rückbesinnung auf die eigentlichen Kernaufgaben der Löschtechnik zu löschen, ist durchaus ein Trend, den wir in vielen Produktbereichen sehen. Nachdem wir weltweit aufgestellt sind, muss man auch unterscheiden. In Europa sind die Feuerwehren sehr gut ausgebildet. Es gibt aber auch internationale Märkte, wo es einfach wirklich darum geht, einfach die Pumpe zu starten. Es muss Wasser am Abgang sein. Das Gerät muss funktionieren, um eben wirklich zu löschen. Herr Hofbauer, was ist denn das Besondere an Löschtechniklösungen von Rosenbauer? Naja, das Besondere, was uns auszeichnet, wir sagen, Löschtechnik ist eine Kernkompetenz für einen Ausstatter, für einen Feuerwehrhersteller. Und wir sind eigentlich so im Markt die Einzigen, die in dieser Breite die Produkte anbieten. Das heißt, wir machen die Pumpen, Zumischsysteme, Werfe, alles selbst. Und der große Vorteil ist, diese Systeme sind optimal aufeinander abgestimmt. Einerseits die Systeme aufeinander und natürlich auch die Integration ins Fahrzeug ist eine der ganz großen Stärken bei Rosenbauer. Dazu kommt dann, wenn es einmal zu einem Problem kommt, bei einem Fahrzeug, der Kunde hat einen Ansprechpartner, das ist der Rosenbauer Servicepartner, und der kennt das gesamte Fahrzeug, kennt alle Komponenten, kann alle Ersatzteile liefern. Das heißt, für den Kunden gibt es wirklich eine Lösung aus einer Hand, die aufeinander abgestimmt ist mit einem Ansprechpartner. Herr Hofbauer, abschließend noch eine persönliche Frage. Wie haben Sie bisher den Hinterschutz 2015 in Hannover hier erlebt? Also ich bin wirklich sehr begeistert. Es ist einerseits natürlich das Interesse der Kunden überwältigend. Auf der anderen Seite freut es mich auch wirklich, die Mitarbeiter haben sehr lange und intensiv auf diese Messe hingearbeitet, sind jetzt wahnsinnig stolz, ihre Produkte selbst den Kunden zu präsentieren und bekommen unmittelbar das Feedback der Kunden. Und speziell jetzt, wir haben sehr viele Neuheiten präsentiert und da freut es uns halt wahnsinnig, wie gut das bei den Kunden ankommt. Und ich freue mich jetzt noch auf die nächsten 2 Tage, wo wir einfach die Gelegenheit haben, wirklich unsere Neuheiten einer wahnsinnig breiten Masse an Kunden vorzustellen und auch das Feedback zu bekommen, wie diese Überlegungen beim Kunden ankommen. Herzlichen Dank fürs Gespräch und noch einen angenehmen Aufenthalt auf der Interschutz hier in Hannover. Dankeschön. Das war Tag 4 auf der Interschutz in Hannover. Danke fürs Zusehen. Mehr gibt's im Netz auf Twitter, Facebook und rosenbauer.com. Alles Gute und auf Wiedersehen.